Heide Peter, Traum, willkommen in der Kuh. Oh nein! Habe ich jetzt die Bullen um? Nee. Ich bin ja gerade verprügelt. Warte, oh, boah, schon. Mit dem Kürbisaal. Zwei Schläge, Alter. Alter! Hallo und herzlich willkommen bei GTA Online in einer neuen Session. Und in einer neuen Session haben wir auch ein neues Gesicht dabei. Hallo, Debitor! Hallo zusammen. Na, du alte Fleutsche, was machst du hier? Ja, ich wollte mal ein bisschen mit euch rumdüsen, aber mich verfolgen gerade schon die Bullen. Geht schon gut ab hier. Also ist er der RL meinst du, RL meinst du. Ja, genau. Seitdem er letztens die Bank ausgeraubt hat, das war nicht sein Tag. Guter Start, ja, heute guter ist auch Start. Nicht mein Tag, ey. Heute ist ein beschissener Montag einfach. Ach, hör auf, ey. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da ist so viel schief gelaufen, das ist echt ein Trauerspiel. Aber das ist ein anderes Thema. Heute freuen wir uns dafür, dass der Peter da ist, der Debitor, hier im Spiel dabei, hier mit uns unterwegs, macht ein bisschen Rowdy-Action. Und natürlich sind auch wieder dabei der Benny. Hi. Der war auch schon bei Benito. Penny heute Morgen. Benny. Ja, Dennis. Warst du schon bei Penny heute? Ja, und der Dennis ist natürlich auch am Start, wie man nicht überhören konnte. Und der Tobi ist hier auch am Stissel. Tobi G-Star. Habt ihr Geld verloren? Habt ihr Geld verloren? Wegen die Cheater sind noch rausgeschmissen worden. Nee, ich hatte aber auch keine Cheater. Ich hatte noch nie Geld. Nur legal gekauft. Alter. Zum Glück. Warum haben wir zwei Sterne, Tobi? Was haben wir gemacht? Also ich bin mit drei Sterne. Ich war weg. Also kurz zur Erklärung, Rockstar Games hat einen Patch rausgehauen, 1.09, und zwar, der hat alle Cheater gekickt, deswegen gab es auch einen Tag Wartungsarbeiten, da konnte man das Spiel gar nicht spielen online, aber das hat sich ja jetzt alles wunderbar eingerenkt und funktioniert. Ja, aber die Sachen, die man gekauft hat, mit dem Geld, die hat man behalten. Also wer sich alles davon gekauft hat, war eigentlich relativ clever. Der war safe. Ach du Scheiße, warum haben wir denn nicht alles gekauft, was gibt? Ich dachte, die wurden aussortiert. Nee. Betrug und wir sind ehrliche Spieler, weißt du? Ja, aber echt mal. Man merkt es immer wieder, man gerät ins Hintertreffen, wenn man so eine ehrliche Haut ist. Man darf einfach nicht ehrlich sein. So eine ehrliche Haut laden. Das ist so die Finanzamtregel im Leben. Man muss bescheißen. Du Wichser, ich bin ab dir sofort ehrlich. Hau ab, Junge. Oh, spielt ja schon gemeinsam, ich fahre noch alleine rum. Ich fahre hier in diesem Holzfällerwagen rum. Oh. Ich verfolge dich mal. So, was habt ihr denn für heute geplant, liebe Freunde? Ich fahre den Walle mal hinten rein, ist das okay? Ja, ist komplett okay. Ich probiere gerade mal was. Und dann, ich hätte für heute eine Mission. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich die Jobs manuell starten kann. Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen. Erklär mir das gleich. Ich will gerade eben noch mal was probieren. Okay. Ich will gerade eben noch mal was probieren für eine spätere Folge. Oder vielleicht für diese Folge noch. Nee, ich weiß es nein. nicht. Nee. Doch, ja. Wir machen nicht nur zwei. Auch mit Haftbomben und so wegsprengen, weil der ist nämlich ganz fies. Immer im Hinterhalt knallt einen ab und so. Das macht er wirklich. Der ist richtig. Genau, der Dennis ist immer der Liebe. Ach, der Dennis. Echt? Die Heideltraum macht Liebe. Die Heideltraum ist der Schlimmste von uns allen. Das ist gesagt, sein Peter. Falls du irgendwie ein paar Folgen schon gesehen hast, dann weißt du Bescheid. Debito ist gestorben. Schon tot. Was ist da passiert? Der Kopf ist einfach weggespawnt gerade. Ich hab den gerammt, der war weg. Mein Kopf ist auch weggespawnt, da war ich tot. Verdammt. Shit passiert. Boah, scheiße, wieso geht denn das nicht mehr? Was hier los ist, man ist 10 Minuten auf dem Server, die sind nur Bullen. Ich versuche hier gerade. Alter, alle voller von dich dann quatschen. Ich probiere gerade so einen Mega-Jump zu machen. Mit dem Fahrrad, mit dem Scorcher kann man so einen Mega-Jump machen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Das will nicht bei mir, oder ich bin zu doof. Wir fahren mal zu den Autos, bitte alle. Und ich bin hier beinahe tot, ey, weil die ganzen Cops hinter uns her sind. Sag's mir, ich helfe dir. Und mein Reifen ist geplatzt, weil ich... Hab ich das Ding umgebracht. Hier sind nur Cops. Mein Gott, okay, was steht denn heute als Dings an? Lass uns da darum mal kümmern kurz. Okay, pass auf. Ich gehe gleich mal in die Jobliste und dann gucke ich mal... Ich hole mal erstmal ein vernünftiges Auto. Erzähl doch mal, was du vorhast. Ja, wir haben als Mission zum Beispiel noch das, wie heißen die Dinger nochmal, Zeppelin-Rennen. Hat man noch, ne? Das wollten wir noch machen. Genau, Zeppelin-Rennen wäre doch mal eine lustige Nummer, finde ich. Sind gerade alle voll abgelenkt. Was macht ihr da gerade? Macht ihr gerade wieder Massenkill? Nee. Warte, Tobi. Und natürlich sind Curry und so alle auch am Start. Und 616 hier. Warte. Auf dem Server mal wieder. In der nächsten Folge Tobi und Dennis auf dem eigenen Teams. Dennis, was machst du da wieder? Der Tobi hat mitgeholfen. Stimmt gar nicht, ich hab dich eingetötet. Oh, alles brennt hier. So. Du schuldest mir ein Auto. Oh, Entschuldigung, Danny. So, Walles Auto habe ich schon gefunden. Ey, mein schöner Holzfällerwagen. Ich glaube, ein Feuerwehrwagen. Oh nein. Feuerwehrwagen Action. Wer ist denn heute dabei? Dann weiß ich, wo er ist. Wer ist denn Blackfighter? Sag mal, was macht denn er auf dem Crew-Server? Das ist kein Crew-Server. Das ist der Crew-Server plus andere Crews.
Ach so, damit wir ein bisschen rumcruisen können. Ich war halt verwirrt. Rumcruisen? Tom Cruisen. Oh nee, jetzt kommen die Bullen, scheiße. So, ich komme aber euch vorbei, dann gucke ich mal den Job, obwohl dann werde ich auch bestimmt umgebracht. Dann schiebt er mich schon wieder an, der Debitor. Das ist auch unglaublich. Patsch, Patsch, du kostest das Leben von Passanten. Vor allem, Wagen ist so langsam, da wollte ich mal helfen. Boah. Das ist keine Gate-ischen Peter. Ach, verdammt. Dennis, Dennis, der Debitor hat heute Feuertaufe, ne? Warum? Ja. Was? Weil er frisch dabei ist. Da heißt das, jetzt zünde mein Auto an, oder? Das heißt, du oder? Darfst. Ach, Feuertaufe, das Freiwild. Okay, Moment, Tobi, fahr mal zur Ammunition. Ja. Oh, verdammt. Aber ich brauche wieder eine bestimmte Waffe. Tobi, mir fehlt da eine bestimmte Waffe. Weißt du, welche ich meine? Schreib mal kurz aus, lass dich kurz von dem... Steig mal kurz aus. Schreib kurz aus, lass dich mal umbringen. Nö. Was ist denn los? Nee, die Panzerfaust habe ich nicht. Ich meine, diese Paket, die Päckchen hier, die immer so schön eingepackt sind. Ach, so. ja, die Kaugummis. Genau, die leuchten immer so schön, wenn man die isst. Guck mal, er spritzt die Bullen, alles klar. Ich bespritze die Cops gerade. In meinem Gartenschlauch. Ja, geil, und mich beballern die, alles klar. Seht ihr dann auch im nächsten Super-Homie-Videos wieder, weil das sind echt... Die Alchemisten, ne? Oh, du bist das. Ja, du wolltest nur unbedingt in die Helle reinrammen, ich weiß es genau. Ja, Super-Homies war jetzt auch Let's Eat am Start. Ich wollte dich als Sprungschanze benutzen eigentlich. Ach so, nee, mit dem dicken alle, ne? Kasten? Ist ja eine super Idee. Ja, war eine scheiß Idee. Debitor ist gestorben, schon das vierte Mal oder dritte Mal in dieser Folge. Scheiße. Was machst du? Ja, neuer Rekord, oder? Meine Hupe geht gar nicht mehr. So, Debitor ist gestorben. Echt, der Name Debitor war noch frei bei Xbox, ist ja unfassbar. Ja, der war ja weit vor dem Let's Play schon da. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Wie bist du denn auf deinen Namen gekommen, Debitor? Oh, diese Frage. Das war jetzt mal gewieft. Ja, natürlich. Das war gut, ne? Schon genial. Huch. Ja, nee, den habe ich von der Rechnung. Weil früher war es immer super schwer, Namen zu finden und dann dachte ich, auf der Rechnung steht Debitor. Oh, ich muss den Debitor kurz lauter machen, dabei bin ich gestorben gerade. Oh. Sorry. So. Ja, und der war dann wirklich überall frei erstmal. Ich hoffe, jetzt erschießt mich keiner. Ich gehe mal ganz kurz. Okay, Dennis, wie kann ich mit den Jobs gucken, dass ich manuell einen aussuche? Du Jobs? Gehst auf Start. Und dann ich bin bei Online-Jobs, Beiträgen, Job-Hosten. Also wenn du dir einen Blowjob aussuchst. Job und dann von Rockstar erstellt oder verifiziert. Achso, okay, warte. Aus. Von Rockstar erstellt? Ich will aber gar keine von Rockstar erstellt oder verifizierten. Ich will einfach so. Hat der Gronkh nur so heimlich gefragt, weißt du? Meinst du jetzt selber welche Stellen? Der weiß oder was? Das eigentlich, der Gronkh, der probiert es. Ah, warte, ich hab schon. Blimp Sandbox, mal gucken. Ich guck mal ganz kurz durch, ich hab mir schon so ein paar runtergeladen. Ich mach das Krankenhaus, hab ich hier noch. Ach, du meinst User. Ja, ich bin aber schon dabei. User-generated Content. Und es wäre eigentlich auch geil, wenn ihr zum Beispiel, eine Map mal, wenn die User, die können ja auch uns Maps eigentlich zur Verfügung stellen, ne? Ohne Witz, der Tobi und ich, wir haben letzten super geilen Job gehabt und dann mussten wir in so ein Parkhaus rein. In dem Parkhaus. Also ein Blow oder was? Together Blowjob. In dem Parkhaus standen alles Autos, die man wegspringen musste und das andere Team musste das Parkhaus halt verteidigen. Das war super geil. Also bin ich auch nice, gemacht. Aber es geht jetzt theoretisch, dass auch unsere Zuschauer uns theoretisch Aufgaben stellen könnten mit diesem Level-Editor, dem Jobsystem. Wir spielen halt auf der Xbox 360, das muss man dabei bedenken schon. Leider gibt es ja noch keine PC-Version und wir haben es irgendwie für die Xbox 360 entschieden. Wegen, warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Die PS3 ist halt genau das gleiche in grün eigentlich so. Aber wer sich den Job, also wer einen coolen Job erstellt und der ist beliebt, der kann den hochvoten in Rockstar Social Club. Und dann wird er dann im Spiel selber nochmal angeboten. Ja, aber theoretisch, ich überlege gerade, wie man das am besten machen kann, dass die Zuschauer uns die Jobs übermitteln. Kann man die irgendwie benennen? Ja, so, du kannst den Namen geben. Zum Beispiel, ihr seid jetzt Walle, eingeladen übrigens. Guck mal, jetzt haben alle eine Einladung bekommen. Kann man mit unseren Namen einfach branden. Ja, du kannst den einfach... Ja, ich habe auch schon einen Job erstellt. Da kannst du einfach einen Namen erstellen dann. Ja, dann kann man auch die Namen reinpacken. Einfach von den Dings gibt man einen Kartennamen und dann gibt nächstes Mal noch, bombt man da noch unsere Namen vielleicht rein. Oh nein, das ist nur so eine 2-8-Spieler-Mission. Okay, den sollen wir uns mal anschauen. Warum? Walle, du hast mich angenommen, ne? Ich wusste gar nicht. Ich würde den Laser Gurke dann vielleicht mal oder den Debitor rausschmeißen. Doch, nicht mehr verfügbar. Ich war auch nicht mehr verfügbar. Dann müsst ihr einen rauskicken. Ich kann nur kacken Low-Leveler hier, wenn ich einen rauskicken. Oh. Komm, hau einfach. Achso, du gehst auf. Muss man nicht einmal noch weiter drücken? Ich glaube, einmal musst du noch weiter drücken und dann kannst du da das einstellen. Soweit ich kann auch sein, dass es falsch ist. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich glaube, einmal weiter drücken. Da muss ich leider mal den Lasergurke raushauen, oder? Ja, das tut mir zwar im Herzen weh, aber da tut mir leid, lieber Lasergurke. Aber Lasergurke. Kopfkino. Von Laser. Ich muss leider irgendwie versuchen, den Walle reinzukriegen. Ich hoffe, da joint jetzt keiner. Der muss auch noch rein.
Ja, ah, Crazy Trigger, jetzt joinen wieder irgendwelche Penner joinen jetzt nach. Entschuldigung, Crazy Trigger, aber ah, ist kacke. Dann mach das doch einfach so, dass du nochmal rausgehst, nochmal rein. Das geht wahrscheinlich schneller, als wenn wir alle rauskicken. Ja, das ist ein bisschen ätzend. Und da müssen wir uns einfach beeilen, alle zusammen, dann zack, hier zum Job. Was ist denn Blimp Sandbox? Was ist denn das? Das ist okay, angeblich dieses Zeppelin-Rennen. Wohl, aber ist aber irgendwie ein Deathmatch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist jetzt. 86% Wertung hat das. Warte mal, jetzt gehen die alle raus. Nein, da war wirklich ein Deathmatch. Ja, ja, ich habe das gerade abgebrochen. Ja, jetzt war einer von uns raus, die sind gerade alle raus. Wir hätten jetzt alle einladen können. Also ich kann ihn nochmal neu anlegen, natürlich. Wo ist der Benny denn eigentlich? Alter, hier ist irgendein Kürbis, der fährt mit meiner Karre. Der fährt meine Karre Schrott, wie es aussieht. Bong. Oh. Warte, ich mach schon mal mein Telefon auf. Sobald der Job da ist, geh ich rein. So, Heidi, Peter, willkommen in der Crew. Oh nein! Habe ich jetzt die Bullen um? Nee. Ich bin ja gerade verprügelt. Warte, mit dem Kürbisaal. Zwei Schläge, Alter. Alter! Lasergurke, was willst du? So. Warte, ich habe noch eine abgebrochene Flasche. Ah, ne, habe ich nicht mehr. Schade. So, ich probiere nochmal ganz kurz. Doch, ich wohl. Seid ihr alle startklar soweit? Ja, ich bin zwar vom Kopf gesucht jetzt leider, aber ich bin startklar. Ich gebe dann die Cola aus. Okay. Gib da die Cola, lecker gerade getrunken an meiner wunderbaren Cola, an meinem kalten Getränk. Boah, du Sau, ich hab leider keine da. So, ich mach Deathmatch normal, ich mach Tageszeit ruhig auf schön und morgens und so. Dann mach ich Waffen, mach ich nicht im Besitz, sondern ich nehm Feste und aufnehmbar. Ja, sehr gut, finde ich das. Da haben wir nämlich endlich mal eine Chance. Genau deswegen. Gegen diese High Roller. So, und jetzt mach ich mal ganz kurz, ich müsste euch mal alle zu den Freunden hinzufügen, das wäre wesentlich einfacher. Jetzt mach ich die Spieler so mal ganz kurz geschlossen. So, das und dann mach ich mal ganz kurz Mitglieder einladen. Seid ihr alle startklar? Ja, Telefon ist raus. Alter, okay, also. Ging schon in der Gruppenliste. Go! Einladung ist raus. Komm. Ich bin drin. Mach Papa glücklich. Drin. Kommt alle rein. Ich komme. Oh. Ja. Ey. Oh, Alter. Ging nicht. Kommt alle rein. Play Massive, tritt bei. Ja, Mann, ich bin drin. Jetzt fehlt nur noch der Benny. Der Benny fehlt noch. Benny, bist du da bei Penny? Bin ich reingekommen. Ich hab auch sofort gedrückt, aber... Ging nicht. Mann, das nee, da wär's ja drin. Hau die Lasergurke. Wir können ja jeden mal rauswerfen. Lasergurke Alex. Dann machen wir das Blöde, pass auf, ich mach das jetzt mal. Das Blöde ist, dann joint wieder irgend so ein Knecht nach, weißt du? Hast du den aufgeschlossen gesetzt? Boah, sorry, lieber Lasergurke, dass du mir echt leid, dass ich dich jetzt zweimal rauswerfe. Lasergurke Alex ist halt nett, du bist ein super Typ, aber du bist einfach zu gut für uns. Das ist das Problem. 121. Ja, sorry, Alex. Der ist nur 112 Level höher als ich. Ja, bin ich mehr der vom kleinsten Level. Oh, so, welchen hast du denn? Ach, okay, Alchemisten, leg los. Ich drück die ganze Zeit, also der wird nicht wieder geöffnet bei mir. Kannst du den nachjoinen? Kannst du den über Xbox Live, geht das? Dem was? Jetzt tritt Currywurst. Verbindung fehlgeschlagen. Was mache ich denn nur? Jemanden rauswerfen. Ja, aber wen? Ich bin gerade komplett rausgeflogen jetzt bei dem Verbindungsversuch. Komplett aus GTA? Ja, sieht so aus. Ach du Scheiße. Komm, dann lass uns schnell eine Runde spielen. Ja, mach okay. Flott. Benni, ist das okay? Bist du nicht böse? Zeigen wir hier wieder die ganze Zeit nur Bildschirm. Dann rasten die Leute wieder aus. Ich glaube, der Alex ist ja nicht böse, dass der Currywurst jetzt statt ihm spielt. Also lieber Lasergurke Alex, du bist ein super Typ. Nimm dir das nicht zu Herzen. Ja, das hat er jetzt verstanden. Jetzt mach mal weiter. So, jetzt, ich wollte noch mal ein paar nette Worte einfach. Wir sind hier immer so böse bei dem Let's Play, weißt du? Ihr kleinen Wichser. Du Arschloch, mein ich. Start das Spiel. Echt, Vollhorst, echt. Gurkenglas. So, gleich stecke ich dir wieder so eine Karotte wie aus dem Let's Eat im Mund, Alter. Ja, davon habe ich heute. Die hast du in den Mund gesteckt? Das hat mich über sehr, dir! Komm, Alter. So, ich bin bereit. Die hätte ich sogar im Mund gesteckt, weil die schmeckt bestimmt köstlich. Ja, die ist bestimmt auf. Lecker. Ich hätte nee, ganz gemacht. Ehrlich, die bestimmt so zerschnitten, gebraten und so. Ich will jetzt gar keine Doppeldeutigkeit anspielen, nee, sondern ich meine, diese Karotte wäre bestimmt köstlich gewesen. Der Dennis hat es nicht so mit Obst und Gemüse. Nee. So. Gurken verwende ich immer anders. Also. Boah, ich hätte was für Scheiße und auf Play Massive gewettet. Blimp Sandbox. Okay, jetzt. Ah, hier sind überall, Ah, geil, ab in die Zeppelin. Ich schnapp mir gleich mal einen. Gibt's eigentlich nur für die Vorbesteller der Collector's Edition oder Special Edition im Singleplayer? Alter, was ist denn hier los? Warte, wir müssen in so einen Zeppelin rein. Boah, wer schießt denn da jetzt noch? Ich hab den Tobi nicht erschossen. Guck mal, die schießen, die rennen zum Zeppelin. Das gibt's doch nicht. Wie konntest du das überleben, du Schweinepriester? Oh, man kommt hier nicht rein. Ach, man hat hier wirklich nur die Knarre am Anfang, ich verstehe. Muss man da nicht rein?
Da oben fliegt Alter, der Gronkh! Tschüss! Da oben fliegt der Gronkh! Kann man den nicht... Nein, nicht schießen! Kann man ich hab doch... Ich hab einen Granatwerfer, warte. Ja, mach mal doch! Nein! Wo ist er denn? Ich bin ganz weit oben, du kriegst mich nicht mehr! Ihr müsst jetzt hochfliegen, um mich zu töten, ihr kleinen Spasti! Ah, geil, ich hab auch einen. So! Okay, rein da. Aber man kann die Cargo-Bobs nicht nehmen, oder? Doch. Doch, mich hat gerade einer auch mit dem Helikopter hinter mir. Curry nicht schießen. Alter, Currywurst 4-0 oder was? Ich hab den Curry 0 mal umgebracht, weil ich so ein lieber Kerl bin. Das liegt nicht an meinem Mangel. Die stehen aber nah zusammen, die Dinger. Ey, wie kann ich da einsteigen, den Laden? Einfach Y. Geht weißt du doch nicht. Ja, mach ich. Ich drück mir ein Y mehr. Ein vielleicht auf der falschen Seite? Jawoll. Nee, ey, das Alter, jetzt verpasse ich die ganze Action da unten, oder was? Aber dafür fliege ich ja cool mit dem Atomschiff rum. Alter, ich kann nicht in das Atomschiff einsteigen. Nein, was ist denn da nur los? Oh, das backt rum oder so. Mann, toll. Bin ich denn der Einzige, der hier fliegen kann? Nein. Nee, ich hab das auch meine Mad Flying Skills. Ich wollte gerade auf den Boden treten. Tobi, ja, da kommt der Zweite. Der kommt da mit dem Helikopter. Alter, da kommst du mal mit dem... Jetzt mal ganz kurz, Dennis. Kommst du in das Luftschiff rein? Ich schieße dich jetzt mal nicht ab. Ich bin drin. Tobi? Warum kommst du da rein und ich nicht? Da ist ein Helikopter. Was macht der Helikopter da? Ich stand direkt davor und bin da reingegangen. Wo denn? Da unten ist der Helikopter. Ich hoffe, der will uns nichts Böses. Aua, aua, aua. Das hoffe ich auch. Da oben ist der Gronkh. Ein scheiß Atomic-Luftschiff, du Bastard! Nein, Selbstmord! Selbstmord, ey, cool, Selbstmord ist immer richtig smooth. Boah, ey, so. Wie oft die das schon gemacht? Debitor, ihr müsst mal erzählen, wie geil. Der Aufnahme hier gestorben ist. Wer ist das davon? Ist das der Gronkh hier? Gewinnt einmal! Ja, das nein, ist er nicht. Tobi? Mach einen Abflug. Mach ich. Mit einem Zöpfchen in den Hinterkopf. Da hinten ist Sarazza, guck mal. Hallo Dennis! Hallo, sei mir nicht böse. Ich scheiß auf dich, schon. Junge! Ich scheiß auf dich! Boah, ich muss eh weg. Ich scheiß auf dich! Geil! Wie geil ist das denn? Ich kann ihn natürlich nicht schießen, das ist ein bisschen blöd. Tobi, du kleiner Drecksack, ich hasse dich! Boah, wo bin ich denn? Wir können uns anrammen. Oh, geil. Können jetzt natürlich den Heidi unten abholen und dann probieren. Also was mache ich ja nicht. Sowas mache ich ja nicht. Nee, dich dann einladen, mit mir zu kämpfen und dann schießt du mich eh hinterrücks. Boah. Warte mal, ich probiere was aus. Ach du Scheiße. Alter. Ach du Scheiße. Sag mal, Debitor, Alter, seid ihr bescheuert? Wir sterben alle. Ja, wir sterben alle. Nein. Boah, ich bin entkommen, ich bin entkommen. Nein, ich bin nicht entkommen. Wie geil war das denn? Wie bist du denn da gestürzt gerade? Was ist los mit dem? Boah, voll abgeschmiert gerade. Oh, wir gehen ja langsam die Optionen aus, so flugtechnisch. Ja, man kann überhaupt nicht angreifen, das ist total strange. Schade, dass hier nichts mehr spawnt. Also du kannst echt... Tobi! Warum hätte ich mit deinem Ballon? mit dem Luftschiff am Kuscheln hier. Komm, ich runter dieses verkackte Luftschiff weg hier. Nein! Ja! Yeah! Ja, Mann! Ja, Mann! Geil, Konfetti! Ja! Du hast Dominator ausgelöscht. Was macht die Currywurst denn hier? Der Currywurst hat auch gerade Probleme, wie es aussieht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Also mein Gerät qualmt schon. Oh nein! Boah, aber ich dachte, die will mich rasieren. Ey, wer schießt denn da tatsächlich? Will ich mich rasieren? Der Currywurst, der alte Scharlatan. Boah, Alter, hör auf mich abzuschießen. Ich hab noch gar keine Flugdinge. Auf die Nase, Debbie. Tobi, hör auf damit. Achtung, ich mach doch gar nichts. Was war mein Heckmotor? Dennis, ja, schießt dich ab. Punkte, Dennis? Dennis? Alter, das gibt's doch nicht. Ja! Ich komm hier gar nicht mehr hoch mit dem Heli. Dennis? Nee, ich auch, ich brauch voll lange, um meinen Hochschuss. Spielst du eigentlich Tennis? Komm ich mit! Mit Benny bei Benny immer. Alter. Ja. Boah, Alter, 616, seid ihr bescheuert, Alter! Aber das macht Laune in der Nein! Debitor! Verdammt! Der hat sich gerade bei mir auf den Kopf gesetzt, der Debitor. Ich hab's gesehen. Boah. Zwei Punkte wieder weg, ey. Oh, da oben war noch ein Luftduell zwischen Gronkh und. Ah, ich kann's nicht sehen. Kamera, nein! Luftduell? Was für ein Luftduell? Ich weiß von nichts. Spring raus hier. Oh! Aua! Headshot! Ich lebe noch. Aua! Dreh mich mal einfach im Kreis. Oh! Ich hab den Helikopter auf der Tribüne gelandet. Mach das erstmal als Challenge. Oh. Boah, scheiße, mein Helikopter ist eh schon so kaputt. Oh, sehr gut. Jetzt kommt mir die Currywurst hier so. Da, jetzt hier. Der Babytor? Der Babytor. Alter! Der Babytor. Babytor ist auch geil. Babytor. Heidesrau, du Arsch. Den Babytor hab ich noch nicht. Boah, scheiße, ich brenne. Babytor hat einen Aim an. Curry, hör auf mich zu jagen! Ich brenne doch schon vor Leidenschaft. Ja, der zielt von alleine hier. So, warte mal.
Doppelte RP für das Erledigen von Heideltraut. Das habe ich den Programmierern gesagt, dass sie das einbauen sollen. Ja! Zweiter! Hat der Heideltraut den noch bekommen, den Tobi? Ja, ich habe nicht einen einzigen getötet, weil ich nur rumgeflogen bin die ganze Zeit. Ich habe nur den Tobi im Flug bestiegen mit seinem Zeppelin. Ach so, das mag der aber auch. Oh ja. Du wolltest einen kleinen Helikopter zeugen, oder? Ich bin für eine Wiederholung. In der nächsten Folge. Geile Mission, ne? Auch wenn ich letzter bin, aber es hat sich trotzdem gelohnt. War lustig trotzdem, ne? War witzig, fand ich auch. Guck mal, wie viel Knete es gebaut hat. Boah, 2.700. Alter, machen wir nochmal. In der nächsten Episode geht's weiter, liebe Freunde. Ciao! Mit Pau! Tschüss!